Ihr habt entschieden, heute wird's vanillig. Und wie versprochen, da sind wir zurück. Eine Woche ist rum, eine Woche hattet ihr Zeit, unter Community eure Lieblingsvanilla abzugeben. Und da wären wir nun. Genug Leute haben abgestimmt. Heute für euch eure exklusiven Non-Effekt-Monster. Und da starten wir auch direkt los mit dem Kanal Random Oldschool Yu-Gi-Oh! Guckt auf alle Fälle auf den Kanal. Hier geht es, wie der Name schon sagt, um Oldschool-Kram. Hier werden alte Booster geöffnet und nicht aufs Geld geguckt. Netter Kanal. Und mein Freund, du hast dir gewünscht, na klar, den Standard rotäugigen schwarzen Drachen. Ein grimmiger Drache, dessen Angriff tödlich ist. Hier jetzt in der BPT-Version. Rotäugiger schwarzer Drache. Der war aber nur dein zweites Ziel. Dein erstes Ziel war, wie kann es anders sein, das Gegenstück zur Fusion, der herbeigerufene Totenkopf. Ein Unterweltler mit dunklen Kräften, der seinen Gegner verwirrt. Unter den Monstern von Typ Unterweltler gehört dieses Monster zu den mächtigsten. Und na klar, wenn man sich diesen herbeirufenden Totenkopf wünscht, habe ich mir den auch nebenbei zu den anderen Artworks entschieden. Hier auch nochmal in dem Alternate Artwork. Und na klar, wenn wir das Artwork schon haben, nehmen wir die Turnierpreis-Promo noch mit dazu. Hier jetzt leider bloß als Orika, die kann sich ja kein Mensch in Real Life leisten. Den herbeigerufenen Totenkopf in allen drei Artworks, damit wir den auch komplett abgeschlossen haben. Weil du warst der Einzige, der sich wirklich den herbeigerufenen Totenkopf bestellt hat mit seinem Fusionsmaterial. Schöne Einsendung. Ich bedanke mich nochmal dafür. Und ja, das wäre die Nummer 1. Bei der Nummer 2 begrüßen wir Kevin S. Kevin S. hat sich gewünscht, wenn wir schon gerade beim rotäugigen schwarzen Drachen waren, das alternative Artwork auf dem Vulkan. Sein persönliches Lieblingsartwork, der weitere rotäugige schwarze Drache, ebenfalls wieder ein grimmiger Drache, dessen Angriff tödlich ist. Ja, ich muss auch sagen, die Yap-Version ist auch sehr schön. Vielen Dank für diese Einsendung. Danke an Kevin S. Die nächste Einsendung geht an Yami Nitram, der sich gewünscht hat, wenn wir schon den rotäugigen schwarzen Drachen haben, dann darf wer natürlich nicht fehlen. Na klar, Arcanas Dark Magician, der ultimative Hexer im Hinblick auf Angriff und Verteidigung. Ja, ich muss auch sagen, mein persönlicher Favorit von den dunklen Magiern, Radagast der Braune, so wie ich ihn nenne, eine wunderschöne, wunderschöne Karte. Jetzt nochmal ein Secret rausgekommen in den Speed-Duell-Formaten, aber die Speed-Duell-Karten habe ich jetzt hier nicht mit in die Kamera genommen. Und da du den dunklen Magier hast, darf natürlich wer nicht fehlen. Der rote Auge hatten wir schon. Na klar, den blauäugigen weißen Drachen. Hier habe ich mich auch wieder für die Yap-Version entschieden, beziehungsweise du hast dich für die Yap-Version entschieden. Du wolltest den blauäugigen weißen Drachen auf dem Turm haben. Da ist er auf dem Kyber Tower. Wunderschönes Artwork, wunderschönes Artwork. Kann ich nur beipflichten. Vielen Dank für diese Einsendung. Dunkler Magier und blauäugiger weißer Drache. Ein schöneres Gegenspiel kann man nicht haben. Bei der nächsten Einsendung wurde ich ein bisschen getrollt, aber den Spaß mache ich mir trotzdem. Grüße gehen raus an Bilingual Duelist. Mein OCG-Kanal des Vertrauens, guckt auf alle Fälle mal rein, hat sich gewünscht, na klar, den aktuellen Black Luster Soldier. Der aktuelle Black Luster Soldier ist ja jetzt in Japan rausgekommen. Zwischen 1500 bis 5000 Euro wird er mittlerweile gehandelt. Es gibt die Vanilla-Karte jetzt da drüben. Kann ich euch hier nicht zeigen. Ich habe jetzt hier bloß die Orika des Vanillas Black Luster Soldier. Wie gesagt, der ist frisch rausgekommen und ich bin da noch nicht reingekommen. Gespart wird auf den, aber aktuell kann ich euch den in Real Life nicht zeigen, beziehungsweise nicht den echten zeigen. Der wäre dann bloß eine Ultra und nicht wie hier jetzt so eine Secret-Version. Natürlich hier eine billige Kopie. Aber da er wusste, dass ich die Karte nicht habe, hat er natürlich gesagt, das Standard-Artwork des blauäugigen weißen Drachen in Ultimate aus Spell of Mars, den SM51 Blue Eyes White Dragon, holen wir hier natürlich in die Kamera. Nicht umsonst, hier auch steht auf dem Black Luster Soldier auch drauf, des BWD, dass diese Karte dem BWD gleichsteht in Angriff und Verteidigung. Schönes Package, schönes Package. Ich danke für diese Einsendung und für diesen kleinen Troll. Nico da draußen, viel Spaß beim nächsten Mal.
Aber wie konnte es anders sein? Auf jeder Vanilla-Liste mussten die drei ikonischen Karten Blauiger Weißer Drache, Rotäugiger Schwarzer Drache und Dunkler Magier natürlich bei sein. Die haben wir mal abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu anderen Vanilla-Karten. Grüße gehen raus an Yugi Miep, mein Freund. Na klar, für dich exklusiv darf natürlich der Moki Moki nicht fehlen. Der Moki Moki, ein gefallener Engel. Niemand weiß, was genau er denkt. Manchmal wird er verrückt und das ist fürchterlich. Na klar, Moki Moki. Ich feiere den kleinen Freund auch ab diese Kiffer-Folge im Anime NGX. Herrlich. Danke. Hatten auch viele diese Idee mit Moki Moki. Und hast auch viele Likes gekriegt auf den Kommentar. Na klar, darf der hier nicht fehlen. Vielen Dank für diese Einsendung. Der nächste auf der Raupensammlung ist Mario F. Und Mario F. hat sich gewünscht, die Karte mit dem lustigsten Namen ever, seiner Meinung nach, Gogiga Gagagigu. Alleine schon wegen seinem Namen hat er geschrieben, möchte er diese Karte sehen. Ich habe mich nicht versprochen. Gogiga Gagagigo. Reptil, seine Seele ist schon lange entschwunden, doch sein Körper arbeitet unermüdlich weiter, angetrieben vom Drang nach mehr Macht. Er sieht seinen früheren Selbst schon lange nicht mehr ähnlich. Na klar, dem Gigobyte zum Gagagigo, zum Giga Gagagigo, zum Gogiga Gagagigo. Na klar, schöne Geschichte, schönes Lore. Ja, Trivia erhält man hier auf dem Kanal auch. Danke für diese Einsendung. Die nächste Einsendung stammt von Hero Stevo. Hero Stevo, hört man am Namen schon, hat sich gewünscht, die Secret-Version des Elementarhelden Neos. Ein paar Tage länger hätten wir sogar die 25th Anniversary mit in die Kamera holen können. Bis dato hier natürlich DCT-03. Ein neuer Elementarheld ist aus dem Neo-Weltraum eingetroffen. Wenn er eine Kontaktfusion mit einem Neo-Weltraumbewohner auslöst, werden seine unbekannten Kräfte entfesselt. Ich verstehe das. GX ist Fanservice hoch 10. Jeder von euch, der GX geguckt hat, mag auch die Heroes. Danke für die Einsendung. Elementarheld Hero, Elementarheld Neos darf hier auf der Liste natürlich auch nicht fehlen. Die nächste Karte auf der Liste hat sich gewünscht mit Kommentar und mit Kommentar sagte, er hat diese Vanillakarte nur ausgewählt, weil diese Vanillakarte Turniere entschieden hat. Okay, ja, ich war auch nicht auf dem Schirm, ihr werdet es auch nicht wissen, wenn ihr die Kommentare bis dato nicht gelesen habt. Gewünscht wurde Sonnensamen Genie Lucky. Ja, ich hatte diese Karte auch bis dato nicht auf dem Schirm. Ich weiß, dass das Sonnen-Avalon-Thema existiert, aber dass es so gut ist, hätte ich nicht gedacht. Und dass es so eine große Fanbase hat. Auf alle Fälle, ich erfülle jeden Wunsch. Pflanze normal, dieser Samen kann nur einmal alle 1000 Jahre vom heiligen Baum geerntet werden. Nach weiteren 1000 Jahren wird er zum Wächtergeist seines Landes. Ja, Sonnensamen Genie Loki wurde gewünscht, ist vorgestellt. Okay, ich danke für deine Einsendung. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ist auf alle Fälle mal was ganz anderes. Die nächste Karte auf unserer Liste wurde eingesendet von German Collector. German Collector wünschte sich den fliegenden Pinguin. Ein wirklich underratedes Artwork. Richtig schick, richtig schick, richtig schick. Stellt euch vor, diese Eiskristalle im Hintergrund wären jetzt Secret, dann würdet ihr noch viel schöner aussehen. Ich habe ihn leider nur aus dem McDonald's Pack entkommen. Ich blende euch aber hier in einem Beauty Shot ein, wie der ganze im OCG in Holo aussehen kann. Der fliegende Pinguin, wunderschön, wirklich underrateder Vogel. A very rare Pinguin that takes to the air with ears shaped like rings. Also der Kumpel kann mit seinen Ohren fliegen. Nette Einsendung, Germ Collector, vielen Dank für diese nostalgische Karte. Und weiter geht's. Jetzt kommen wir von Niedlichkeit zu brutalen Artworks. Sandra K. wünscht sich eine Dame. Eine Dame wünscht sich einen gruseligen Dinosaurier Megaloreißer X. Ja, was soll ich dazu sagen? Dieser Kronosaurus, einfach nur Hammer. Einfach nur Hammer, 2000 ATK, wer das zu dem
sag schnell, in den alten Tagen draußen gewesen, wäre das natürlich eine Metakarte schlechthin. Dinosaurier angesichts der schallschluckenden Rüstung und der gigantischen Kiefer dieses urzeitlichen Jägers stellt seine Phosphoreszenz die einzige Hoffnung für seine primitive Beute dar. Schöne Einsendung, Sandra K., vielen Dank für den Megalureiser X. Auf alle Fälle wieder ein Artwork, was man sonst nicht mehr auf dem Schirm hatte. Jetzt kommen wir wieder zu Oldschool Artworks. Grüße gehen raus an Marcel W. Marcel hat sich gewünscht den Feuerflügel Pegasus. Der Feuerflügel Pegasus. Hier jetzt natürlich wieder eine Orica. Die originale Preiskarte kann man sich nicht leisten, aber ich habe hier mal mitgenommen, weil das Kästchen ein bisschen größer ist und das Artwork ein bisschen besser zu erkennen ist. Der Feuerflügel Pegasus bei uns im Deutschen aus der Premium Collection Tin als Super Rare verfügbar gewesen. Auf alle Fälle ein schöner Pegasus. Ein himmlischer Hengst, der sich mit blutroten Flügeln hoch in den Himmel schwingt. Kann man gar nicht anders sagen. Eine sehr, sehr schöne Karte. Eine nostalgische Karte. Spielstark natürlich nicht mit Level 6 und 2250. Steht ja dem herbeigerufenen Totenkopf ein bisschen hinterher und als Feuermonster sowieso. Aber Artworks technisch ein absoluter Hingucker. Mein kleines Pony. Als nächstes haben wir einen Gruß in den Kommentaren. Ich soll grüßen eine June. June da draußen, willkommen auf diesem Kanal. Abonnieren und liken nicht vergessen. TE wünscht sich für dich, du Name, die finstere Hexe. Du Name, die finstere Hexe. Auf alle Fälle auch ein absoluter Hingucker, ein absolutes Traumdesign. Fee, selbst wenn alle Chancen gegen diese tapfere Fee sprechen, kämpft sie weiter und wird niemals aufgeben. Ich hoffe, du gibst da draußen auch niemals auf. Eine Fee mit 1800 ATK, auch spielerisch technisch sehr wichtig gewesen, scheinbar mit Level 4 und als Lichtattribut, na klar, im Standard-Kartenspiel nicht wegzudenken. Dankeschön für diese Einsendung, TE und June da draußen. Ich wünsche euch alles Gute. Und wir machen weiter mit Niedlichkeiten hoch 10. Kritzelfitzel wünscht sich auch wieder eine weitere Vanillakarte. Ist klar, wir machen hier auch eine Vanillaliste. Artworks-technisch ein absoluter Hingucker. Wir haben den Volkian Rauchball. Der ist wirklich putzig. Gladiators Assault lässt grüßen. Rauchbälle sind neugeborene Volkiane. Sie haben Angst, allein zu sein und wiegen und schaukeln lieber mit ihren Freunden am Himmel herum. Der Volkian Rauchball, auch ein absoluter Hingucker. Niedlichkeit lässt grenzen. Schade, dass wir jetzt, wie gesagt, eine Vanillaliste haben. Die Volkian Schäfchenwolke hätte natürlich auch rausgerissen. Vielen Dank dafür an Kritzelfitzel. Verrückt, dass die Frauen die Hardcore-Monster nehmen und die Männer die niedlichen Monster nehmen. Auf alle Fälle hier wieder eine Dame. Desiree Oshiha hat sich gewünscht den Totenkopfdiener. Den Standard-Totenkopfdiener. Ein Skelettgeist, der nicht stark ist, aber viel Ärger bedeutet, wenn er in großer Zahl auftritt. Totenkopfdiener auf alle Fälle ein unterschätztes Deck, wenn der König der Totenkopfdiener angreift und viele verschiedene Totenkopfdiener an seinem Friedhof hat, dann greift er mal mit mehreren 1000 ATK durch. Totenkopfdiener, eine absolute Hingucker-Karte und nicht umsonst eine, ja, es ist eine der ersten drei Karten aus LOB. Was soll man dazu anderes sagen? Totenkopfdiener, ein absoluter Hingucker und wirklich underrated. Die nächste Person auf unserer Liste ist Miri1989, Grüße gehen raus. Gewünscht wurde sich von unserem Seto Kaiba Sagi, der dunkle Clown. Dieser Clown kommt aus dem Nichts und führt sehr seltsame Bewegungen aus, mithilfe derer er sich den Angriffen seiner Feinde entzieht. Sagi, na klar, der war ja sehr teuer, sogar früher, wenn ich mir vorstelle, aus Metal Raiders. Und der wurde damals in der Serie mit dem Crush Card Virus benutzt von Seto Kaiba. War der sehr, sehr beliebt eine Zeit lang. Das als Common Karte.
Saggy Nuggler Clown, absoluter Hingucker. Natürlich, Clowns sind düster und gruselig. Danke für diese Einsendung. Des Weiteren auf unserer Liste, Grüße gehen raus an Michael A. Michael A. hat sich gewünscht, ich wusste nicht, welches Artwork du magst, deswegen habe ich beide mit reingenommen. Einmal die Starterdeck Kaiba-Version von Gyaku Tenno Megami und Gyaku Tenno Megami als Yap-Version. Beide Artworks sind wunderschön, die Bandai-Version davon ist auch nochmal wunderschön. Finde ich sogar mit am besten die Bandai-Version. Aber die beide sind auf alle Fälle auch nicht schlecht. Gyaku Tenno Megami. Diese Fee wendet ihre Zauberkräfte an, um die Schwachen zu schützen und spirituelle Hilfe zu leisten. Auf alle Fälle eine wunderschöne Karte. Wurde eine Zeit lang auch spielerisch, technisch stark gesehen mit der fortgeschrittenen Ritualkunst und dem Herold, dass man Wandelmonster wegpacken konnte. Hatte man sie auch hier auf der Hand, hatte man Materialien zum Wegwerfen, um für den Herold ein bisschen was zu negaten. Ein absoluter Hingucker. Gyaku Tenno Megami. Schöne Einsendung, vielen Dank dafür. Die nächste Karte auf unserer Liste wurde eingesendet von Stefan M. Und Stefan M. hat gesagt, das war seine erste Karte, die er auf dem Schulhof bekommen hat. Das war natürlich das gewitzte Phantom aus LOB. Eine Kreatur trägt einen nachtblauen Smoking und hat die Macht über die Dunkelheit. Woher kennen wir das gewitzte Phantom? Ich blende es euch hier mal ein. Na klar hat das gewitzte Phantom den Kaiba festgenommen und den Kaiba gekidnappt in der virtuellen Welt. Böser Junge. Ich dachte, er ist auch im Kaiba Schaudeck drin, aber nee, er war eine LOB-Karte. Gewitztes Phantom, nicht schlecht. Ein absoluter Hingucker. Die nächste Einsendung stammt von Satox Avox. Grüße gehen raus. Hat sich gewünscht aus Labyrinth of Nightmare die Standardversion unserer Elfenzwillinge. Ich habe mich jetzt hier gleich mal, anstatt für japanische Karten benutzen, für die Lost Art entschieden. Ist ja bei uns jetzt unzensiert schon rausgekommen. Da haben wir sie in Deutsch, da haben wir sie unzensiert. Elfische Zwillinge, die abwechselnd angreifen. Und wenn wir die Elfenzwillinge schon haben, nehmen wir das Alternate Artwork, auch wieder hier, jetzt bloß eine Orika, originale Karte kann man nicht bezahlen. Die Elfenzwillinge nochmal in dem alternativen Artwork. Schöne Mädels. Und ich muss ehrlich sagen, als die Karte bei uns das erste Mal rauskam, habe ich gedacht, das ist ein weiblicher Elf und das ist ein männlicher Elf. Man gibt ja auch männliche und weibliche Zwillinge. Ich habe nicht gewusst, dass die rothaarige Elfe wirklich eine Frau ist, bis man es dann als Lost Art endlich gesehen hat, beziehungsweise die Karte gab es ja bei uns nicht. Wer sieht das auch so? Für wen war das damals auch nicht ganz klar, ob die rothaarige Elfe eine Dame ist? Oder ich war einfach nur blöd und bin heute immer noch blöd. Danke für diese Einsendung, Elfenzwillinge. Einfach wunderschön. Kommen wir zu der Todeshorst. Der Todeshorst hat es beim letzten Mal schon probiert, noch mit auf die Liste zu kommen der Waifu-Videos. Hat es nicht mehr geschafft, da war das Video schon am Rendern und die Einsendungen waren abgeschlossen. Als Waifu-Karte hat er es nicht mehr geschafft, aber in der Vanilla-Kartensammlung kommt die Karte natürlich für dich vor. Wie kann es anders sein? GX lässt grüßen, der gelbe Ojama. Er ist Teil des Ojama-Trios. Man sagt, er mische sich überall ein und zwar mit allen Mitteln. Man munkelt außerdem, dass etwas Besonderes passiert, wenn sich alle drei treffen. Na klar, der gelbe Ojama. Jetzt muss ich lügen, ich glaube, in Invasion of Chaos kam der gelbe Ojama und der schwarze Ojama raus. Und ich glaube, etwas früher kam der grüne raus. Ich glaube, der grüne war sogar der erste, der rauskam. Aber verbessert mich da gerne. Dankeschön an der Todeshorst für gelber Ojama. Ja, und dann, wie kann es anders sein? Wir kommen zur ersten Yu-Gi-Oh! Karte ever. Grüße gehen raus an Rico D., der sich gewünscht hat, LOB 000.
Die erste Karte, der dreihörnige Drache. Ja, was soll ich anders sein? Ein unwürdiger Drache mit drei scharfen Hörnern auf dem Kopf. Ist sehr unwürdig, auf alle Fälle nicht. Der dreihörnige Drache ist auch so eine schöne Nostalgie-Karte und steht im Blue Eyes, naja, so nur etwas hinterher als Licht- und Finsterniskarten. Sogar früher genutzt in den ersten Chaos-Decks, wenn man mit Trade in die Achter wegwerfen konnte und hat dann den Dreihörnigen weggeschmissen und den Blue Eyes weggeschmissen, hat Karten gezogen, hat sich in den Black Luster gezogen, konnte die beiden entfernen, Black Luster zu rausschmeißen. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht, dreihörniger Drache. LOB 000, die nullte Karte halt. Was wollten wir sonst, wenn wir sie hier nicht aufzählen? Hallo mein Freund, du darfst natürlich auf der Liste auch nicht fehlen. Shorty Skies hat sich gewünscht, auch eine Elementarheldenkarte. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht. Es wurde sich gewünscht, der Elementarheld Avian. Ich meine, klar, guckt euch den Avian an. Artwax-technisch mit den Krallen und den Flügeln. Sieht er schon ziemlich geil aus. Aber ich muss sagen, mein persönlicher Favorit in diesen alternativen Version finde ich Burst Tinnitrix und Sparkman sogar ein Ticken schöner. Aber so sind die Geschmäcker verschieden. Elementarheld Avian für dich natürlich hier ebenfalls als Beauty Shot. Und dann kommen wir auch schon zum vorletzten. Wir heben uns eine nette Geschichte auf. Grüße gehen raus an Light Boreos Gaming, der sich gewünscht hat, die Geschichte der Menschen. Anfangen tun wir mit umherlaufenden Menschen als Feuerkarte. Obwohl sie stillschweigend alles erdulden, haben sie unwiderruflich den Aufstand gelobt. Umherlaufende Menschen, die den Aufstand loben. Aber weiter geht es da mit dem unterdrückten Volk. Sie werden unterdrückt, glauben aber, dass sie eines Tages die Freiheit erlangen werden. Auch hier ebenfalls unsere Menschen als Wasserkarte. Und abschließend zur Geschichte. Der vereinte Widerstand. Donnerwind. Menschen, die sich treffen und gemeinsam schwören, sich gegen ihre Unterdrücker zu erheben. Eine Revolution steht bevor. Und da fehlt natürlich jetzt noch die Fallenkarte, die große Revolution, die das Ganze untermauert und die drei Karten miteinander verbindet. Schöne Einsetzung, schöne Geschichte des Widerstands, dem Volk und der umherlaufenden Menschen. Vielen Dank an Light Boreos Gaming für diese Einsendung. Das wär's gewesen. Als letztes maß ich mir auch noch an, meine Lieblings-Vanilla-Karte in die Kamera zu holen. Doch bevor ich das tue, nochmal ein riesiges Dankeschön an euch da draußen, an alle für diese Einsendungen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel verschiedene Meinungen und Geschmäcker es gibt. Ich meine, wir haben 15.000 Karten im ganzen Yu-Gi-Oh! Und da ist für alle was dabei. Ein Dankeschön, dass ihr wie immer mit dabei seid. Und wenn ihr sowas wie wieder machen wollt, dann schreibt mir in die Kommentare auf, was habt ihr als nächstes Lust. Ein paar Beispiele von mir. Was ist eure lieblingsniedlichste Karte? Oder was ist eure Lieblings-Anime-Karte? Wie es auch schon hier mit dem gewitzten Phantom war, was war eure erste Karte? Wir können sowas in Endlosschleife führen. Und ich bin immer wieder auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mir mal in die Liste, auf was ihr als nächstes Lust habt. Ja, und zum Schluss maße ich mir dann noch meine Lieblingskarte an. Ich meine, genug Blue Eyes und Dunkelmagie und Rotaugen habt ihr mir schon weggesnackt. Jetzt bleibt mir nicht mehr so viel. Obwohl, wir haben so viel Vanilla-Karten. Ja, meine persönliche Favoritenkarte ist dann natürlich noch die Zoa. Ich feiere dieses Artwork aber auch ab. Zoa mit ihrer Metall-Zoa. Seit dem Forbidden Memory-Spiel ein absoluter Hingucker. Ich mag ihr Artwork. Ich mag dieses düstere Artwork. Und man sieht schon, ihr Potenzial ist erst dann ausgefüllt, wenn man es mit Metallmorph ausrüstet. Die Zoa, die TFK Secret Version. Ich danke nochmal alle für diese Einsendung. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Videos von Nightmare 1989. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht's gut.